Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin Name Sammy Simcheck und ich bin hier gerade bei mir vorm Laden. Ich habe hier in Kumkö zwei Geschäfte, das sind IC Optik und IC Jewelry. Das sind zwei Geschäfte nebeneinander vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Und es fragen mich auch immer sehr viele Leute, wo kann man mich finden oder wo sind meine Geschäfte. Meine Geschäfte sind hier mitten in Kumkö, in Kumkös Mitte, Zentrum, vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Und das werde ich euch gleich nochmal alles einmal zeigen. Denn wir haben auch mittlerweile 27.000 Follower hier bei Facebook. Die Seite ist jetzt ein Jahr und 5 Monate alt und ich mache auch hier gerne Videos im Ort. Hier zum Beispiel am Strand oder in der Ortschaft oder auf den Bazars oder jetzt mittlerweile auch in den Hotels, weil viele Follower wollten auch gerne immer viele Hotels sehen und daher habe ich auch mittlerweile mit den Hotelvideos angefangen. Ich habe auch schon 8 oder 9 Hotels vorgestellt und das wird auch demnächst mehr sein mit den Hotels. Also ihr könnt auch gerne in den Kommentaren immer erwähnen, welches Hotel ihr gerne sehen wollt und ich werde mir dann auch die Zeit nehmen und auch dann zu dem Hotel gehen und euch dieses Hotel filmen, denn man kommt hier auch in die Hotels rein, um da zu filmen, vor allem wenn man hier jetzt bei Facebook auch dank euch 27.000 Follower hat und die Gruppe Antalya Zielinformationen, die auch zu der Seite hier Antalya Ziele Livestream gehört und auch der Seite Cats and Gold. Ich habe ja zwei Seiten, einmal die Seite Cats and Gold, wo auch hier hauptsächlich um die Tiere geht, denn viele, die das schon ein bisschen länger verfolgen, wissen auch, dass ich sehr, sehr gerne Katzen mag oder dass ich im Allgemeinen Tiere mag und dass ich mich auch täglich um sehr, sehr viele Tiere auch kümmere. Und da habe ich eine Seite, die heißt Cats and Gold und die hat hier bei Facebook über 45.000 Follower. Die ist aber auch schon jetzt das dritte Jahr alt und außerdem bin ich auch bei YouTube und Antalya City Livestream, da haben wir auch über 56.000 Follower mittlerweile oder auch bei Cats and Gold sind wir auch bei YouTube oder bei Instagram oder bei TikTok und ich freue mich auch sehr, dass ihr immer alle dabei seid und dass euch das auch immer alle gefällt und dass ihr es mal liked, teilt und kommentiert. Da bin ich auch immer sehr, sehr froh, wenn ihr alle dabei seid, denn es macht mir auch sehr viel Spaß, euch immer Videos zu machen, mit euch immer durch die Gegend zu sehen, eure Kommentare zu lesen. Ich versuche, eure Wünsche auch zu erfüllen, indem ihr sagt, ihr wollt diesen Strandbereich sehen, ihr wollt diesen Bazar sehen, ihr wollt diese Ortschaft sehen. Also ich kann zurzeit wirklich hier in Ziele und Umgebung nur vieles zeigen, aber wenn mich da jetzt jemand fragt, hier irgendein Hotel in Afsala oder irgendwo in Belek oder irgendwo in Kundu, das sind wirklich Orte, wo ich zurzeit kaum hinkomme, denn ich habe auch im Laden sehr, sehr viel zu tun. Ich habe hier auch, wie gesagt, zwei Geschäfte in Kumkö und die werde ich euch dann jetzt auch hier gleich zeigen, denn es kommen auch viele Fragen, was kostet zum Beispiel eine Gleitsichtbrille, was kostet eine Fernbrille, was kostet eine Sonnenbrille, was kostet eine Goldkette, was kostet ein Goldarmband, denn ich erwähne auch in vielen Videos, dass ich hier zwei Geschäfte habe in Kumkö, IC Optik und Jewelry und wer auch im Urlaub ist und bräuchte eine gute Brille, zum Beispiel eine Fernbrille, Nahbrille, Gleitsichtbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke, Bifokalbrille, Officebrille, kann sich gerne mal hier bei mir im Laden unverbindlich beraten lassen oder auch etwas an Goldschmuck brauchen sollte, ob Goldschmuck, Silberschmuck, Brillantenschmuck, kann sich auch gerne informieren lassen. Außerdem mache ich auch Reparaturen, Steineinfassung, Aufarbeitung, was Gold- und Silberschmuck angeht, mache ich hier auch alles im Laden. Und ich habe auch, meine Angestellten sind auch jahrelang erfahrene Leute, also Leute, die schon die Branchen sehr, sehr lange machen und sich auch in allem sehr gut auskennen und auch sehr gut beraten werden, sehr gut beraten können. Also die Gäste, die hier sind, werden auch gut beraten. Ich bin auch die meiste Zeit hier im Laden. Das wissen auch viele, die mich schon mal hier besucht haben, denn es haben mich auch schon viele Leute besucht, es kommen viele Leute mich besuchen, es kommen sich auch viele Leute hier bei mir eine Brille machen oder es kommen viele Leute, um sich hier auch bei mir Goldschmuck zu kaufen oder Silberschmuck oder Eheringe oder Freundschaftsringe und ich bin dann natürlich immer sehr, sehr froh über die allgemeinen Besuche. Es geht ja hier nicht ums Geschäft, ich zeige auch hier nicht hier ständig meine Geschäfte und ich bin hier, ich bin da, ich bin hier im Laden und sondern ich bin wirklich einer, der gerne viel unterwegs ist. Ich bin einer, der euch gerne die Ortschaft zeigt. Ich bin einer, der euch gerne etwas vorstellt. Ich bin einer, der gerne übers Internet hier jetzt zum Beispiel auch mit den Leuten kommuniziert. Und es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und das ist bei mir auch eine Hobbysache. Und dass dort auch ein paar Follower zusammenkommen oder sich sammeln,
habe ich natürlich auch denken können, aber nicht, dass jetzt hier innerhalb von einem Jahr über 27.000 Follower hier bei Facebook sind oder über 50.000 bei YouTube. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet gehabt, aber es ist schön, dass ihr alle dabei seid und es freut mich sehr, dass ihr immer dabei seid und dass es euch auch Spaß macht, hier die Videos immer zu schauen. Und auch, es freut mich auch sehr, wenn ihr auch, es bringen auch viele Leute den Katzen was mit. Dafür möchte ich mich hier auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Also viele wissen ja, wie gesagt, dass ich auch durch die andere Seite und da mache ich auch jeden Abend, also so eigentlich jeden Abend bei mir zu Hause ein Video und da zeige ich auch mal die Katzen und viele wissen, dass ich viele Katzen habe und dass die Leute da auch immer den Katzen mal Futter mitbringen oder Spielzeuge mitbringen oder Leckerlis mitbringen oder andere Sachen, was Tiere mögen. Da möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich für bedanken, denn ich habe ja nur Straßentiere, ich habe nur Tiere von der Straße, Tiere, die heute normalerweise nicht mehr leben würden, habe ich hier bei mir aufgenommen. Die päppel ich auf und sobald die groß genug sind, bringe ich die auch immer nach Hause und lasse sie dann noch bei mir zu Hause leben. Aber hier im Laden an sich wohnen auch 7 Katzen, die hier richtig leben. Und ich nehme auch die kleinen Kitten, die jetzt die letzte Zeit immer kamen, nehme ich hier mit erstmal zu mir in den Laden und dann später auch dann mit nach Hause. Ne? Also nochmal herzlichen Dank an alle, die vorbeischauen und auch den Katzen aus Deutschland was mitbringen, die sich die ganze Mühe machen und auch den Katzen was mitbringen. Ne? Dann kann ich euch hier auch gleich die Katzen zeigen und auch meine Geschäfte mal vorstellen. Denn wie gesagt, ich werde sehr viel angeschrieben, wo meine Geschäfte sind und was ich hier auch im Allgemeinen anbiete. Und das kann ich euch mal jetzt mal kurz zeigen. Ne? Also wie gesagt, meine Geschäfte schauen hier so aus. IC, Optik und Jewelry. Schau mal hier, das sind meine Geschäfte in Komköy. Das kann man hier auch sehen. Also Optik und Jewelry, 2 Geschäfte nebeneinander. Und links ist der Optiker. Und bei Brille ist es ja auch immer so eine Frage, die Leute fragen immer gleich, was habt ihr für die Brille bezahlt oder was kostet die Brille in der Türkei. Also man kann hier alles an Gläsern bekommen, was es auch in Deutschland gibt. Ob man jetzt Zeiss nimmt, Essilor nimmt, Rolex, Heuer, Hohenstock, die ganzen Marken führen wir hier auch. Und ich sage mal hier ganz direkt, man spart 50% bei den Gläsern hier bei uns in der Türkei und bei mir hier im Laden. Und ich habe hier auch richtige Weltmarken, so wie zum Beispiel von Jaguar, von Igor, von Öger, von Etnia Barcelona. Das sind auch Weltmarken oder hier von Switchit und von Bogen. Das sind hier deutsche Marken. Ich muss mal ganz kurz hier den Leon hinten rauslassen, weil der ist jetzt wach geworden. Leon, wo willst du hin? Dann komm mal raus, Kleiner. Okay. Okay, du bist hinten eingesperrt, damit du nicht auf die Straße gehst. Jetzt bist du wach geworden. Weil der schläft hinten sehr lange und der freut sich, wenn er da wach ist. Der Leon ist ein Kater, der mir gebracht wurde und jetzt wach ist. Der Leon ist ein Kater, der von Siede nach Kumkö in der Motorhaube war. Und man hat ihn da einfach drinnen gelassen in der Motorhaube. Und der war dort im Park und hat sehr laut geschrien und dann wurde er von deutschen Gästen gesehen. Der war auch ganz schön schwarz vom Auto, Motor. Und er wurde mir dann gebracht und ist auch ein richtiger Rabauke. Ist ein sehr, sehr hyperaktiver Kater. Wir müssen hier schon manchmal richtig auf ihn aufpassen. Und es ist halt auch sehr wichtig, dass der nicht auf die Straße geht. Schau mal, der ist jetzt hier ganz froh und läuft jetzt raus. Also der hat hier die ganze Zeit geschlafen gehabt, der kleine Rabauke. Ja, alles gut, wir spielen gleich zusammen. Keine Sorge, so jetzt ist er wach. So, können wir jetzt weitermachen. Das sind hier, wie gesagt, meine 2 Geschäfte. Und bezüglich eine Fassung, ich habe ja auch Weltmarken da, also Marken, die es auf der ganzen Welt gibt.
wie zum Beispiel die italienische Marke La Matta oder hier zum Beispiel von Kaos ist die Schwestermarke, das ist eine italienische Weltmarke. Das sind auch Designerbrillen und bei diesen Brillen spart man 30% wie in Deutschland. Also angenommen, die Fassung kostet bei euch 299 Euro, da spart man hier die 20% Mehrwertsteuern, sind zwar 19%, aber ich nehme mal 20 plus 15% extra. Also mit einer La Matta-Fassung, wenn man eine Brille haben will, würde die Fassung zum Beispiel 200 Euro kosten, 180 Euro kosten oder 250 Euro kosten oder 150 Euro kosten, weil das ein Auslaufmodell ist. Also von daher, wenn da einige sagen, ich habe für die Brille in der Türkei 200, 250 Euro bezahlt gehabt, man kann auch für 200 oder 250 Euro in der Türkei eine Brille bekommen. Man kann auch für 100 Euro eine Brille in der Türkei bekommen. Aber das wäre dann nicht hier, so wie zum Beispiel was mit Zwitschit. Zwitschit ist eine deutsche Marke. Da hat man hier ein Schraubsystem. Ich bin hier auch der offizielle Vertreter von Zwitschit. Da hat man hier ein paar Gläser, das sieht man auch. Und hat man hier Wechselbügel und auch den mittleren Steg. Also bei Zwitschit hat man hier, das ist eine deutsche Marke, wie gesagt, man hat ein paar Gläser und man hat ein Schraubsystem. Das kommt hier an die Brille. Dann hat man hier ein paar Gläser und man kann sich hier, wie gesagt, 750 Bügel gibt es da zur Auswahl, wo man immer komplett eine neue Brille hätte bei Zwitschit. Und ich habe davon hier im Laden gute 350 Bügel zur Auswahl. Das ist zum Beispiel eine deutsche Marke, wie gesagt. Und hier auch mit dem Swarovski-Fassung und alles Mögliche habe ich auch alles da. Das sind jetzt hier zum Beispiel Gläser, die es hier nicht für 100 Euro gibt, weil das müssen Trivex oder Polycarbon-Gläser sein. Das müssen also bruchfeste Gläser sein, denn eine randlose Brille muss immer randlos sein. Und es hat keinen Sinn, wenn man heute ein Glas ohne Entspiegelung macht, nicht kratzfest macht, nicht bruchfest macht, wenn das an eine Fassung reinkommen soll, die einen randlosen Rahmen haben soll. Und vor allem hier bei Switchit, wie gesagt, wenn man da das Schraubsystem hat, das ist ein ganz praktisches System. Das sind vier Metallschrauben und schaut mal, und dann wird das so reingesteckt und dann hätte man eine komplett neue Brille. Also wie gesagt, der mittlere Steg ist bei Switchit auch auswechselbar. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Brille hat, meistens haben hier die Außenflügel und der mittlere Steg bei Switchit die gleiche Farbe. Und das bedeutet dann, dass man eine komplett neue Brille hat, je nach Fassung, was man da hat. Ne? Und wie gesagt, die Gleitsichtgläser sind immer ganz unterschiedlich. Die Fernbrillengläser sind ganz unterschiedlich. Das ist genau wie in Deutschland, wenn man da sagt, man kann eine Brille für 100 Euro bekommen, man kann auch eine Brille für 500 Euro bekommen. Kommt halt darauf an, was man für Gläser haben will. Und wie gesagt, die Fassung ist da auch nochmal. Die Fassung kostet ja auch noch etwas. Aber natürlich habe ich hier auch Brillen mit Nulltarif. Zum Beispiel, man kauft die Fassung und, Entschuldigung, man kauft die Gläser und man bekommt die Fassung dazu. Das heißt nicht, dass ich nicht hier, so wie hier in der obersten Reihe, auch etwas für Nulltarif da hätte. Also man kauft die Gläser und man bekommt dann die Fassung dazu. Allerdings habe ich hier auch zum Beispiel aus Ebenholz von der Marke Oegaarder oder von der Marke Jeffreyder. Das sind auch Weltmarken von Brillen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das ist hier zum Beispiel eine Fassung von Oegaarder. Das ist ein Holzgestell. Die setzt man einmal auf und die sitzt dann ganz perfekt. Das ist keine Fassung, die man nochmal einstellen muss. Das ist auch Natural Wood, also Ebenholz ist das hier und führt auch zu einem ganz, ganz schönen Design, so wie zum Beispiel bei Herren oder hier von der französischen Weltmarke Jeffrey. Also wer sich da mit Brillen auch Wert auf Brillen legt, zum Beispiel diese Fassung ist bei euch in Europa auch sehr, sehr teuer oder wie gesagt die Holzbrillen. Natural Wood ist bei euch auch in Deutschland sehr, sehr teuer und da spart man bei uns, wie gesagt, an die 30% bei den Weltmarken, denn ich habe hier auch über 14 Weltmarken im Laden da. Zum Beispiel, man hat hier auch die Marke Etnia Barcelona. Das ist der Marktführer bei den Brillen.
Dies ist eine spanische Weltmarke und nach Ray-Ban sind das die meistverkauftesten und vom Tragkomfort her die allerbesten Brillen auf der Welt. Das sieht man hier auch an der Fundoskop-Einstellung. Die haben so eine Einstellung, dass man dort nicht viel einstellen muss. Und auf der Nase, die haben so einen speziellen Nasenbein. Die sitzen auf jeder Nase perfekt. Und die sind zu 75% Baumwolle, diese Fassungen. Und der Verkaufspreis in Europa ist zwischen 180, also 179 und 299 in Europa. Und da spart man hier auch 30%. So wie zum Beispiel dieses Modell hier kostet bei uns. Die haben immer von jeder Stadt einen Namen. Das ist die von Weimar, Ethnie von Weimar. Also von jeder Stadt haben sie immer eine Fassung, die spanische Weltmarke. Und man kann auch ins Internet schauen und dann den Preis machen. Man spart bei den Weltmarken, wie gesagt, 30% bei uns. Allerdings haben wir natürlich auch, wie gesagt, Nulltarif da. Wenn man hier habe ich auch was von Ray-Ban zum Beispiel da, von dem Weltmarktführer habe ich da auch eine Auswahl da. Und natürlich alles ganz, ganz sauber und bereit für euch, also zum Verkauf bereit. Das schon mal hier, das ist alles, was hier drin ist, da fast alles auch Nulltarif. Also wie gesagt, Nulltarif-Fassungen haben wir auch da. Und wenn man dann ein paar Gläser haben will für 200 Euro und man will nichts für die Fassung bezahlen, dann haben wir das auch da. Weil viele fragen immer, was hat man für Gläser da? Aber das heißt nicht, wenn eine Brille in Deutschland, wenn da Brillengläser in Deutschland 1000 Euro kosten, dass sie in der Türkei 150 Euro kosten. Das ist unmöglich. Wie soll sowas gehen? Also Türkei heißt nicht gleich alles geschenkt. Ich bin hier schon seit Jahren Geschäftsmann. Ich bin hier seit 2015, bin ich hier Optiker. Seit 2017 habe ich den Juwelier aufgemacht. Und ich bin auch sehr, sehr gut über den deutschen Markt informiert, denn ich habe mein Geschäft mit Deutschen. Und ich habe auch daher viele Weltmarken, die in Deutschland auch sehr gut verkauft werden, die sehr beliebt werden. Auch eine sehr, sehr gute Qualität. Ich lege auf die Qualität einen sehr, sehr hohen Wert. Und wenn ich jetzt hier eine Nulltarifbrille da habe, heißt nicht, dass das Schrott ist. Es heißt, ich habe mal mit einem Vertreter zusammengearbeitet und mit dem Vertreter arbeite ich nicht mehr zusammen. Und weil das da nicht mehr nachkommt, dann muss ich die halt im Ausverkauf haben. Ne? Also heißt nicht, wenn ich jetzt hier Nulltarif sage, dass das dann irgendwas Billiges oder sowas ist. Also bei mir habe ich schon immer auf die Qualität einen sehr hohen Wert gelegt und das ist bei mir auch sehr, sehr wichtig, dass hier auch eine gute Qualität gegeben wird. Denn man sieht sich immer zweimal, dreimal, viermal oder mehrere Jahre in der Türkei. Denn wir haben hier die Gäste, die hier in die Türkei kommen, kommen nicht nur einmal, sondern auch mehrfach hier in die Türkei. Gerade ich weiß das ja sehr, weil ich hier auch was mit den Social Media hier zu tun habe. Ich habe ja zwei Seiten von Cats and Gold und Antalya City Livestream und da weiß ich ja, dass viele Leute sich das gerne anschauen und daher auch in die Türkei kommen und da muss man auch was Vernünftiges dementsprechend auch anbieten. Und die Fassung wäre bei mir, wie gesagt, das allerletzte Problem. Ich habe hier alle Schubladen voll. Also ich habe circa 4000 Fassungen im Laden. Ob Hornbrille, Metallbrille, randlos, Halbrahmen, Metall, bunt, schlicht. Ich habe alles da. Also für jeden hätte ich etwas da. Und schaut mal, die Schubladen sind wie gesagt alles voll. Außer was, wenn jetzt hier eine fehlt, ist die reserviert worden für Kunden, die nochmal vorbeikommen. Oder da wurde das schon ausverkauft und wurde nur nicht nochmal nachgefüllt. Und schaut mal, das glänzt auch alles und wird auch immer desinfiziert und auch sehr sauber gemacht. Das sieht man auch an den Schubladen und auch an der Fassung. Also man läuft hier nicht bei mir im Laden als Verkäufer mit einem Putztuch rum, dass man den Staub erstmal von der Fassung wegmacht. Man sieht, dass das hier für jeden Kunden schon desinfiziert und auch sauber ist. In jeder Schublade. Also da tue ich auch sehr hohen Wert drauf. Da bin ich sehr, sehr pingelig. Sieht man ja auch bei so vielen Katzen, muss man ja so sein.
dass alles ganz sauber ist. Und man darf nicht vergessen, dass hier in diesem Laden auch Katzen schlafen. Hier schlafen 5 Katzen in diesem Laden am Abend. Und dementsprechend wird auch immer alles sehr sauber gemacht. Also wie gesagt, eine Fassung wäre bei mir hier das letzte Problem. Von A bis Z habe ich alles da. Alles da. Und viele fragen, wie wird in der Türkei vermessen, wie wird in der Türkei die Sehstärke festgestellt. Also bei uns in der Türkei ist das Gesundheitsministerium ein bisschen strenger. Bei uns wird nicht im Laden vermessen. Bei uns in der Türkei wird beim Augenarzt vermessen. Also bei uns in der Türkei fährt man hier zum Augenarzt und das ist von meinem Laden aus jetzt zum Beispiel 3 Minuten her. 3 Minuten hin, da fahren wir mit den Gästen, mit unserem Fahrservice auch hin. Und dann wird ein kompletter Augencheck abgemacht. Also so ein Check-up, wo man in Deutschland einen guten halben Jahr drauf wartet, geht hier bei uns sehr, sehr schnell. Also da wird einmal wenn man jetzt hier bei uns zum Sehtest fährt, da fahren wir hier zum Augenarzt und da wird einmal der graue Star, grüner Star, Makula, Glaukom und Netzhaut wird alles kontrolliert und dann wird nochmal ein Augeninnendruck gemessen. Und nachdem das alles gemacht wurde, dann wird ein sehr feiner Sehtest gemacht, einmal für die Ferne und einmal für die Nähe. Wenn man dann die aktuellen Werte hat, dann kann ich nach diesen Werten für die Leute eine Brille machen. Wie gesagt, ich kann auch Gläser für 100 Euro machen, ich kann auch Gläser für 300 Euro machen, ich kann auch Gläser für 500 Euro machen. Es kommt darauf an, was für ein Indexschiff man hat. Es kommt darauf an, wie hoch die Werte sind. Es kommt darauf an, welchen Panoramablick man haben will. Es kommt darauf an, was für Beschichtungen man da in die Brille haben will. Und dementsprechend mache ich auch natürlich das Beste zum besten Preis, denn man will ja hier auch die Kunden immer wiedersehen und ich stelle auch jeden zufrieden. Und bei mir ist auch, wenn etwas mit der Brille sein sollte, natürlich immer Garantie ohne Wenn und Aber. Es kamen hier öfter Leute, die hatten einen großen Kratzer im Glas und ja, was machen wir jetzt? Ich dann lass die Brille hier und kommst in 3 Tagen wieder. Du bekommst ein neues Glas von mir rein. Also ich bin einer, der schon seit Jahren hier ist. Ich bin einer, der sehr, sehr viele Brillen im Jahr auch verkauft. Ich bin einer, der mit den Firmen dementsprechend auch ein sehr gutes Verhältnis hat und auch bei Garantiefällen, wo es kein Garantie ist, also ich sag mal bei Fällen, nicht bei Garantiefällen, bei Fällen, wo es auch kein Garantiefall ist, ist es bei mir, sorge ich dafür, dass es per Garantie gemacht wird. Zum Beispiel, man setzt sich auf eine Brille und man bricht die Fassung. Die Fassung bricht durch. Die Fassung ist kaputt. Wenn die Fassung kaputt ist, wenn man sich darauf setzt, das ist nirgendwo auf der Welt ein Garantiefall. Aber wenn man hier zu mir kommt und die Brille, man sieht, die ist kaputt und die Gläser sind gerade mal 3, 4, 5 Monate oder 1 Jahr alt oder 1,5 Jahre alt und man will die Gläser natürlich, die sind unbeschädigt, dann wird sowas auch bei mir per Garantie getauscht. Man muss da nichts drauf zahlen. Vielleicht wissen das auch viele, die hier zuschauen oder die das mal anschauen, die hier schon sowas erlebt haben, dass bei mir hier Garantie ohne Wenn und Aber ist und ohne Diskussion. Also wie gesagt, auch wenn es kein Garantiefall ist und die Brille ist weniger als 24 Monate, dann mache ich es immer per Garantie. Natürlich, um auch die Leute zufriedenzustellen. Und es kam gerade eine Frage, was kostet die Augenuntersuchung beim Augenarzt? Also die Untersuchung und der komplette Check-up beim Augenarzt kostet hier bei uns in der Türkei mittlerweile 25 Euro. Das hat bis zur letzten Saison noch 20 Euro gekostet gehabt, aber die haben dieses Jahr alle ein bisschen teurer gemacht. Auch da ist die Konkurrenz ein bisschen höher geworden. Also vor einigen Jahren hatten wir nur einen Augenarzt im Ort, dann hatten wir zwei, dann hatten wir drei und mittlerweile haben wir 6 hier im Ort und ich arbeite mit 2 zusammen. Das heißt nicht, dass ein anderer Augenarzt nicht gut ist, die anderen, aber das sind halt 2 Augenärzte, mit denen ich sehr, sehr zufrieden bin und wo ich bis heute kein Problem hatte, dass dort ein Kunde durch die Kontrolle vom Augenarzt nicht sehen konnte, ne? Und bezüglich, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, nee, ich bin in Deutschland und die Brille ist in der Türkei, wenn jemand mal mit der Brille ein Problem haben sollte, dann gebe ich eine Adresse, die Brille wird dann dorthin geschickt und die wird mir dann gebracht von einer Person, die einmal im Monat hierher kommt. Und wenn dann
dann wird die Brille auch gemacht und die wird dann auch wieder zurückgeschickt. Also mit Psychgarantiefällen bin ich da auch schneller als deutscher Optiker, da kann man sich auch drauf verlassen. Ne? Also wie gesagt, wer sich hier gerne eine Brille mal in der Türkei machen lassen will oder sich mal unverbindlich beraten lassen will, kann sich hier natürlich bei mir im Laden ganz unverbindlich beraten lassen. Die Gläser, wir bieten hier alles an Gläsern. Ich biete alle Marken an. Ich habe mit allem einen Vertrag abgeschlossen. Ob es jetzt, wie gesagt, von Essilor, ob es von Zeiss ist. Das sind ja hier in der Türkei kleine Firmen. Was heißt kleine? Entschuldigung. Das sind hier in der Türkei Firmen, die Vertragspartner mit Essilor sind und die Gläser von Essilor verkaufen. Und mit diesen Vertragspartnern arbeite ich halt auch zusammen. Oder zum Beispiel die Firma Novax, die verkauft auch hier in der Türkei die Zeiss-Gläser. Und die biete ich hier auch an. Ich bin auch Vertragspartner von dieser Firma. Also ich arbeite hier mit allen Firmen zusammen und man hat auch einen guten Ruf bei den Geschäftsleuten hier. Also man hat hier bei den Firmen einen guten Ruf als Geschäftsmann, wenn man hier seine Arbeit gut gemacht hat und man hat die letzten Jahre guten Umsatz gehabt und man hat immer natürlich auch alles bezahlt, sagen wir mal so, immer auch alles sehr gut bezahlt und direkt ohne Wenn und Aber sofort alles bezahlt und dann hat man natürlich auch desto mehr als Geschäftsmann unter den ganzen Firmen ein besseres Dasein und ein besseres Ruf und deswegen kommen die ganzen Firmen hier in den Laden und wollen auch natürlich mit mir zusammen arbeiten und ich arbeite deswegen halt auch, ich biete von jeder Firma auch die Gläser hier an und natürlich auch zu sehr guten Preisen. Ne? Und eine Fernbrille ist in 1 bis 3 Tagen fertig und die Gleitsichtgläser sind zwischen 2 bis 4 Tagen fertig, also wer dort hier eine Gleitsichtbrille machen lassen will, kann auch zwischen zwei bis vier Tagen rechnen oder eine Fernbrille, wie gesagt, ob Sonnenbrille mit Sehstärke oder nur für die Ferne oder nur zum Lesen, ob Fernbrille, Nahbrille, die sind halt in 1 bis 3 Tagen fertig und eine Gleitsichtbrille von 2 bis 4. Also das geht bei uns hier in der Türkei sehr, sehr schnell. Und jetzt, wenn da jemand fragt bei uns in der Türkei, wie geht das, dass man eine Gleitsichtbrille in 3 Tagen bekommt? Bei uns in Deutschland wartet man da 2 bis 3 Wochen auf die Brille. Das hat damit zu tun, ein Gleitsichtglas, was man da sieht, das ist so ein großes Glas und das Gleitsichtglas ist in 6 Stunden eigentlich schon hergestellt. Also wenn jemand jetzt eine Gleitsichtbrille, wenn ich ein Glas bestelle, vom Rohmaterial bis das Gleitsichtglas fertig ist, wäre es eigentlich in 6 Stunden fertig. Aber die Fabriken sind ja nicht hier vor Ort, zum Beispiel in Istanbul oder in anderen Großstädten und bis es dann bestellt wird, hergestellt wird, bis es zu mir geschickt wird, bis es fertig geschliffen ist, gehen da halt 3 Tage hin oder 4 Tage hin. Kommt auch auf die Sehstärke drauf an. Daher sagen wir, die Gleitsichtbrille ist in 2 bis 4 Tagen fertig. Also wer dort eine Gleitsichtbrille gerne haben will, das, wie gesagt, das Gleitsichtglas ist auch in 2 bis 4 Tagen fertig. Ich weiß jetzt nicht, wo die deutschen Optiker auch ihre Brillengläser herstellen, dass es auch da 2 Wochen dauert, bis die Gläser oder bis die Brille da fertig ist. Ich weiß nicht, vielleicht werden die auch im Ausland hergestellt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist ein Gleitsichtglas innerhalb von 6 Stunden eigentlich schon fertig. Aber bis es hier bei uns ankommt, ganz von Istanbul, und bis es eingebaut ist, dauert es halt 3 bis 4 Tage. Ne? Und deswegen halt, wenn jemand auf die Schnelle und wenig Zeit hat und wenn er etwas mit Flugpost kommen muss, dann ist auch so ein Gleitsichtglas schon, wenn das in der Früh bestellt wird, am nächsten Tag dann da, deswegen halt in 2 Tagen, deswegen 2 bis 4 Tage, dann hat man die Gleitsichtbrille praktisch schon fertig. Ne? Also wie gesagt, wer da gerne sich mal hier beraten lassen will, in der Türkei, wegen einer Brille, kann gerne mal bei mir hier im Laden vorbeischauen. Wir haben auch Zeit für jeden Gast hier und man kann auch hier was Kaltes oder Warmes zu trinken bekommen und sich dann hier ganz gemütlich hinsetzen und auch von unseren Fachleuten hier ganz in aller Ruhe beraten lassen. Und gleich nebenan habe ich hier auch mein Juwelier. Das ist hier gleich der Laden nebenan. Anke Henseling schreibt, holst du die Leute vom Hotel ab? Ja, ich hole auch Leute vom Hotel ab. Man kann sich gerne bei mir melden.
per Messenger oder per Telefon und ich kann auch die Leute da dann vom Hotel abholen natürlich. Ne? Da schauen gerade Leute ins Schaufenster. Ich kann mal hier in den Laden reingehen erstmal. Also wie gesagt, hier ist auch gleich nebenan mein Juwelierladen. Und hier habe ich auch eine ganz, ganz große Auswahl an Eheringen, Freundschaftsringen. Und die Eheringe oder Freundschaftsringe bekommt man auch bei mir innerhalb von 1 bis 3 Tagen, je nachdem, was man da haben will. Und Goldschmuck habe ich auch alles da, also alles, was man sich da vorstellt, an Armbändern, Markenschmuck. Hier ist zum Beispiel von Bulgari, von Chopard, von Cartier. Also ich habe auch alle Armreifen und so, oder? Ich habe auch viel im Tresor, oder? Das ist nicht alles, was hier ausgestellt ist. Auch von Van Cleef ist eine bekannte Marke jetzt in Europa und ist auch alles sehr, sehr beliebt. Oder hier zum Beispiel oben. Wie gesagt, das ist auch hauptsächlich hier Schmuck vom deutschen Markt, was wir hier führen. Auch in Weißgold ein ganz, ganz großes Sortiment da. Schau mal, hier auch ganz vom Klassiker bis zu extravaganten Schmuck haben wir auch alles da. Das ist jetzt Weißgold. Hier Ohrringe ohne Stein mit Schliff. Oder hier auch Markenschmuck von Bulgari, von Cartier, von Tiffany, von Versace. Haben wir auch ein ganz, ganz großes Sortiment da. Oder hier auch ganz schlicht ohne Stein. Hat man da auch viele. Oder hier auch Gelbgold mit Weißgold. Die Kombination ist auch sehr. So, und da sieht man hier auch, das ist hier auch die Klassiker mit Spannring und sowas für alle Tage, ganz in Gelbgold. Hier auch in Weißgold, Gelbgold hat man da auch ein ganz, ganz großes Sortiment da, also wo man nicht hängen bleibt. Da findet man da auch viel Wert drauf, dass man da nicht hängen bleibt. Und das ist dann hier nochmal Ohrringe. Also ich zeige euch jetzt hier nur ein Sortiment, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Das ist nur ein Verkaufstisch, den ich da habe. Hier nochmal etwas mehr mit Steinen. Und hier nochmal Klassiker, auch mit Baguette-Steinen. Und das ist hier ein Verkaufstisch vom Sortiment, was ich da habe. Und schau mal, hier hat man auch jetzt Tricolor. Tricolor ist auch sehr, sehr modern geworden. Das hat nämlich alle Farben: Weißgold, Gelbgold und Rotgold. Und da habe ich halt auch ein sehr, sehr großes Sortiment da: an Halsketten, Armbändern, Ringen, Ohrringen, Dreiersets. Dreier-Sets ist jetzt mit Ring, Anhänger und Ohrringe. Und auch hier die Klassiker von Cartier. Oder hinten Puzzlering habe ich in allen Größen da. Oder auch hier von Tiffany und Co. Auch Schmuck. Und hier ganz hinten habe ich auch Brillantenschmuck. Nicht nur im Schaufenster. Auch hier im Laden habe ich sehr, sehr viel Brillantenschmuck da. Das ist alles Brillantenschmuck. Also Ringe, Armbänder, Halsketten, wo auch Brillanten drauf sind. Und ich habe auch im Laden an die
950 Brillantschmuckstücke, auch hier die Klassiker von Nissink und Bunz, habe ich eine ganz, ganz große Auswahl da. In allen Farben, in Roségold, in Weißgold, in Gelbgold gemischt. Oder auch etwas ganz, ganz Zartes, Dünnes. Habe ich auch alles da. Also die Auswahl ist bei mir im Laden sehr, sehr groß. Und der Chef im Laden sind die Katzen. Da sieht man auch gerade Leila, wo sie da sitzt. Schaut mal, die Leila fühlt sich da sehr wohl. Hier in meinem Laden IC Jewelry. Und das ist hier der Verkaufstisch, wo Brillantenschmuck ist. Und die Angeln sind nicht zu verkaufen. Das sind meine eigenen Angelsachen. Das sind meine eigenen Angeln. Und hier in den Vitrinen links und rechts habe ich auch noch mal schön feinen Brillantenschmuck. Und man bekommt auch natürlich für alles ein internationales Zertifikatgarantie, wenn man sich da für etwas entscheiden sollte. Und hier auch feine Brillanten mit Baguette, sieht man auch sehr selten heutzutage. Mit feinen Baguette-Brillanten sieht man, dass man da auch eine große Auswahl hat. Oder hier auch mit bunten Steinen. Klassiker. Ohrstecker, Tanzanit oder hier Halsketten mit schicken Brillanten. Also die Auswahl bei mir ist wie gesagt sehr, sehr groß. Es ist für alle etwas da. Ich habe im Tresor auch sehr viel Schmuck da. Also ich zeige euch das jetzt auch ein bisschen, so alles im Detail. So wie nebenan im Optiker. Und schaut mal, so feine Ringe hat man auch. Also nicht mal nur die dicken Klunker, wo man mit den Monat retten will. Ich habe auch schöne, feine Klassiker da hier in Weißgold, Gelbgold, was sich auch hier jeder leisten kann. Also ich habe für jeden Geldbeutel was da. Und was die Sache Anfertigung angeht, ich habe hier alles an Steinen da, an bunten Steinen. Und was das Thema Anfertigung angeht, wir können hier mit Schmuck richtig zaubern. Hier, das ist hier alles Saphir. Und da habe ich auch alle Größen da. Und da kann ich auch ein schönes Schmuckstück anfertigen, egal was. Da kann man auch nur ein Foto mitbringen aus Deutschland und ich kann alles da anfertigen. Schau mal, das sind hier alles bunte Steine, womit etwas angefertigt wird. Also wie gesagt, ich hole auch vom Hotel ab. Man kann mich gerne anschreiben. Man kann sich gerne bei mir melden. Ich hole auch, wie gesagt, egal von wo, hole ich auch vom Hotel ab und für eine unverbindliche Beratung hier bei mir im Laden, ob Goldschmuck oder eine Brille. Und das ist auch Schmuck, was ich hier in meiner Goldschmiederei selber anfertigen lasse mit den schönen bunten Steinen. Oder hier der Kettenanhänger. Schaut mal hier auch die Klassiker mit der Zarenfassung. Oder hier auch Ohrstecker mit Zarenfassung, mit Turmalin.
Hinten mit Zitrin, vorne mit Saphir. Also ich habe auch vieles mit bunten Steinen da. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal das Hauptschaufenster. Das ist hier bei mir hinten der Brillantenschmuck, was ich da habe. Hier Goldschmuck, das habe ich auch schon von der Nähe gezeigt. Hier ist Goldschmuck in diesem Verkaufstisch. Und hier die Wände sind auch Goldschmuck. Und was da auch sehr beliebt ist, sind die Shakira-Ketten, wo man viele kleine Anhänger hat an der Kette. Das sieht man da auch. Oder hier mit dem türkischen Glücksauge, was vor Neid, Hass und bösem Glück schützt. Also man sieht, dass man da schon alles da hat und dass man hier auch ein Juwelier und ein Optiker mit einer sehr, sehr großen Auswahl ist. Kann man hier wohl nicht übersehen. Hast du auch Silberschmuck? Ja, ich habe Silberschmuck. Ich habe hier zwei Schränke mit Schubladen. Hier einmal links und hier einmal gleich beim Eingang vom Laden. Und hier habe ich auch ganz, ganz viel Silberschmuck da. Also hier sind auch die Schubladen alle voll. Schaut euch das mal an. Also wer auch etwas an Silber haben will. Mein Silber ist alles rodiniert. Das läuft nicht an. Alles Weißgold rodiniert, was ich an Silber da habe. Auch mit bunten Steinen, Klassiker und alles drum und dran. Also was ich da habe. Oder auch Ohrringe. Das Gelbe, was hier im Silberbereich ist, ist vergoldet. Das ist kein Goldschmuck, was hier im Silberbereich ist. Das ist vergoldet, weil einige wollen auch was Vergoldetes haben. Und hier ist Silberschmuck, was auch Weißgold rodiniert ist. Und wie gesagt, Ohrringe, Ringe, hier Anhänger. Ich habe alles da. Auch an Silberschmuck. Oder hier auch größere Kreolen bis zu Ohrsteckern habe ich alles da. Und Trump passt hier immer auf. Es ist heute ein bisschen wärmer geworden. Seht euch das mal an. Hast du auch 21K? Nee, ich habe nicht 21K. Ich habe 14 und 18K da. Also 14 Karat und 18 Karat habe ich hier bei mir im Laden da. Hast du auch Piercing-Schmuck? Ja, ich habe eine große Auswahl an Piercings da. Schau mal, hier habe ich auch Piercings da. Und hier habe ich auch nochmal Silberschmuck da, auch von den Weltmarken Van Cleef oder mit Opal. Oder hier ist Sultanit, der türkische Stein, der die Farbe mal wechselt. Dreier-Sets mit Ohrringe, Anhänger und Ring, Armbänder, eine riesengroße Auswahl da. Und an Halsketten habe ich auch jedes Modell da, aber die sind in meinem Röllchen. Schau mal, hier habe ich alles da. Also wer auch was an Silberschmuck braucht, ich hätte auch alles da. Und an Ketten habe ich dann hier mehrere Röllchen und die sind alle voll. Ich kann mal hier nur ein Beispiel zeigen. Ich muss jetzt nicht alle Röllchen aufmachen.
Und da habe ich hier auch Anketten dann. Hier ist ein Silberschmuck da. Wie gesagt, das ist jetzt alles in Röllchen. Und da habe ich jedes Modell, was es an Kette gibt. Es geht ja bei Königskette los. Habe ich alle Stärken da. Und hier nochmal normale Halsketten. Also wie gesagt, auch in Silber habe ich alles an Ketten da. Also die Auswahl bei mir ist, was Goldschmuck und Silberschmuck angeht, schon sehr, sehr groß. Und ich bin hier auch schon seit Jahren, ich bin seit 2015 hier Geschäftsmann mit dem Optiker. 2017 habe ich hier meinen Juwelier aufgemacht. Und da hat sich halt über die ganzen Jahre auch vieles zusammengesammelt, was man hier an Schmuck hat. Jetzt hat man hier auch schlichten Schmuck, sehr modernen Schmuck mit Weißgold, Gelbgold und auch große Kreolen. Das wollen ja auch Leute, große Kreolen haben. Da hat jemand gefragt, jetzt frage ich zum dritten Mal, hast du auch Ohrringe für Kinder? Frage ich zum dritten Mal. Ja, ich habe eine ganz, ganz große Auswahl Ohrringe für Kinder da. Die sind im Schaufenster. Da habe ich hier mehrere Ständer ganz hinten. Schon mal ganz links sind das größere Kreolen. Dann sind das ein bisschen kleinere. Dann sind das noch etwas kleinere. Und das ist hier der Ständer, komplett mit Kinderohrringen. Das kann man da auch sehen, mit vielen verschiedenen Farben. Habe ich auch alles da, Kinderohrringe. Oder hier habe ich zwei Ständer hintereinander, auch mit Hängeohrringe. Und hier vorne habe ich auch sehr, sehr viele Dreier-Sets, auch von Weltmarken. Oder hier mit bunten Steinen, wieder mit dem Sultanit und Goldschmuck. Hier habe ich ein großes Sortiment, nochmal an Ohrringen, an Armbändern, an Ohrsteckern und Armreifen und Massivketten. Eine große Auswahl an Anhängern. Oder hier nochmal eine große Auswahl an Ringen. Und oben habe ich auch sehr, sehr viel Brillantenschmuck. Der Brillantenschmuck ist auch hauptsächlich angefertigt aus Katalogen, auch vom Internet oder vom deutschen Markt. Habe ich eine große Auswahl auch an Markenschmuck, Klassikern, Ohrsteckern, Armbändern, Memory-Ringen. Nicole, jetzt fragt, hast du auch Fußkettchen? Ja, ich habe auch Fußkettchen im Laden da. Ich habe alles, was an Schmuck ist, habe ich alles im Laden da. Ob Ringe, Ohrringe, Halsketten, Fußketten, Fußketten vom Schlafzimmer bis zur Küche. Armbänder, Ohrstecker, oder hier auch schöne Klassiker-Anringen da. Und hier nochmal an Halsketten, habe ich auch ein Rosé was da, ein Weißgold mit Gelbgold und hier ganz in Gelbgold links. Bisschen schmaler, rechts ein bisschen breiter. Also an Ketten habe ich auch jedes Modell da, was es auf dem Markt gibt. Und das ist hier mein Juwelier. IC Jewelry und IC Optik. Hier
in Khom Kueh vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Das ist hier die Einkaufsstraße vom Paloma Ocean Resort Hotel. Drüben ist auch das Khom Kueh Chief Chiller Center. Das ist ein bekanntes Einkaufscenter seit 2011 hier in Khom Kueh. Und da vorne ist das Paloma Hotel, der Haupteingang. Und hier habe ich auch einen Sitzbereich. Hier draußen kann man sich auch schön hinsetzen, was trinken, unterhalten, mit den Katzen spielen. Oder hier habe ich auch nochmal für die Taubenfutter oder Sitzbänke für die Leute, die hier spazieren gehen. Das habe ich dahin bauen lassen und das ist nicht vom Staat. Die Mülleimer, die Sitzbänke oder die Bäume, das habe ich gemacht, damit die Leute hier in Ruhe, die hier spazieren gehen, auch sitzen können und sich ausruhen können. Denn unsere Gemeinde macht hier gar nichts. Und hier sieht man meinen Bereich, wo man da sitzen kann. Und weil ich hier die Vögel füttere, das ist hier mein Kater Pantau. Der versucht immer eine Taube zu fangen. Pantau, was willst du von den Vögeln? Was willst du von den Tauben? Du fühlst dich ja ganz, ganz wohl hier. Lass das doch mal hier. Lass doch mal die Vögel in Ruhe. Pantau, lass doch mal die Vögel in Ruhe. Komm in den Laden rein. Komm. Ja, der Pantau will halt hier die Vögel fangen. Und wenn mein Auto hier steht, bin ich auch immer hier. Logischerweise. Und wenn mein Auto nicht hier sein sollte, bin ich entweder beim Tierarzt oder ich drehe gerade vor Ort ein Video für euch. Wie gesagt, die Hotels werden jetzt auch mehr, die Hotelvideos. Wer da gerne ein Hotel sehen will, kann auch gerne mal in den Kommentaren immer die Hotelnamen aufschreiben, von welchem Hotel man da gerne sehen will. Und hier ist auch meine Katze Leon, die habe ich neulich kastriert. Die Katzen haben sich alle irgendwo versteckt. Wann trifft man dich denn am besten an? Ich bin immer in der Früh im Laden, von 10 bis 14, 15 Uhr und danach wieder ab 19 Uhr. Ah, Detlef, grüß dich! Schaut mal, unser Detlef hier ist auch. Wie geht's dir, mein Freund? Gut. Alles gut, alles klar. Jetzt bist du gerade live Ja. Nach Deutschland. Ja, schön. Detlef ist hier einer meiner ersten Zuschauer, die ich habe. Hatte. Auch bei YouTube und bei Facebook. Und Detlef, kannst du mal ein bisschen was sagen? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich hier in der Türkei? Ja, es ist sehr schön hier in der Türkei. Wir kommen seit 2017 hierher, machen hier regelmäßig Urlaub jedes Jahr. Manches Mal auch zweimal im Jahr. Leider geht unser Urlaub heute zu Ende. Unser Shuttle, wir werden gleich abgeholt. Unser Flieger geht leider wieder nach Deutschland zurück. Ein schöner Urlaub geht vorbei. Wir sind immer gerne bei Ahmed, besuchen ihn. Wir haben dieses Mal auch Schmuck benötigt. Ich hatte meinen Ehering verloren und Ahmed hat uns sehr, sehr gut beraten. Und wir haben auch sehr schöne Ringe gefunden und uns die auch gegönnt. Das freut mich ja zu hören, Detlef. Bist du auch zufrieden mit den Brillen? Ja, meine Frau und ich, wir haben uns auch Brillen schon mal gekauft. Im letzten Jahr habe ich mir eine selbsttönende Sonnenbrille in Sehstärke gekauft. Ich bin damit besser zufrieden wie mit den Brillen, die ich in Deutschland gekauft habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meine Frau hat sich hier auch Brillen machen lassen und die ist auch sehr damit zufrieden. Auch wenn es kleinere Reklamationen gibt, die werden sofort behoben, also da braucht ihr überhaupt keine Probleme haben. Auch was der Schmuck anbelangt, die Ringe, da gab es noch eine kleine Verwechslung, das wurde aber sofort gemacht. Und auch eine Bekannte ist mitgekommen, die hat sich eine Brille machen lassen.
Die wurde zum Augenarzt gefahren, sofort, und da wurden die Augen nochmal nachkontrolliert. Und die Brille ist einfach hervorragend geworden. Sie ist sehr damit zufrieden. Also ich kann hier die beiden Geschäfte, IC und Optik, nur empfehlen. Detlef, ich danke dir für deine Weiterempfehlung, und du bist ja auch schon interessant für deine kurze Info für die Gäste nach Deutschland. Und du schaust auch jedes Video von mir, ne? Doch, jedes, alle. Auch bei Cats and Gold? Alle Videos schaue ich immer regelmäßig, jeden Abend, immer auf YouTube oder Facebook, wenn du live bist, ich schaue alles. Das freut mich jetzt. Ich liebe deine Katzen, obwohl ich selber keine Katzen habe, aber diese Kitten, die sind einfach süß, und das, was man denn im Video sieht, das darf man sich hier dann auch mal live angucken, und wie herzlich du auch mit der kranken Kitte da umgehst, die da die Augen zugeklebt hat. Und ich habe es live gesehen, wie er sie behandelt mit den Augentropfen, und das ist einfach nur hervorragend, so einen Menschen mit so einem großen Herzen zu sehen. Ich danke dir, Detlef, für deine lieben Worte und auch natürlich, dass du uns auch immer besuchst, und du warst auch jetzt sehr oft hier in deinem Urlaub. Es hat auch immer sehr Spaß gemacht, mit dir zu sitzen, auch mit dir zu unterhalten, und ich freue mich halt auch immer, dich und auch viele anderen zu sehen. Du hast auch gesehen, wir hatten hier immer sehr viel volles Haus, wo du hier warst. Wir hatten immer sehr viel zu tun hier, und du hast auch gesehen, dass wir hier auch jeden hier ganz herzlich begrüßen, auch jeden herzlich willkommen sagen und auch für dich schön, was darf ich zum Essen und Trinken anbieten. Und also kannst du ja auch so sehen, ne, dass man hier auch alles da ganz gut empfangen wird. Also jeder Gast ist immer herzlich willkommen. Es ist einfach nur, ihr könnt sofort was zu trinken bekommen und ihr könnt euch ausruhen, und es ist einfach nur herzlich, und hierher zu kommen und auch dann die Kätzchen zu sehen, das ist einfach, es eigentlich, das ist schon ein Urlaub wert. Danke, Detlef. Ich danke dir für deine lieben Worte. Ne? Ja, wir sehen uns ja gleich noch. Ne? Ich muss auch mein Video hier zu Ende machen. Ne? Sitze ich, fühle dich, trink deinen Tee. Ja. Ne? Du hast ja auch Tee dort, sehe ich. Fühle dich wie zu Hause. Bis gleich dann, ne? Ja. Ja, der Detlef ist gekommen, um sich hier zu verabschieden. Hallo. Hallo. Sie kennen auch die Katzen. Na klar. Aber wir kennen uns noch nicht. Nein, aber von Videos. Hallo, ich bin Ahmed. Hallo, du kennst von den Videos. Du kennst alles. Bei Facebook. Sie schauen auch gerne überall die Videos. Ja, sehr schön. Ich finde das auch toll, wie herzlich du bist. Und das mag ich. Du kennst doch nicht, du bist jetzt hergekommen und hast hier hingesetzt, richtig? Ja, wie gesagt, viele Kommentare von dir, auch wegen deinen Geschäften. Und ich lasse mir jetzt hier eine Brille reparieren und mache mir auch eine Sonnenbrille. Ach, das freue mich ja zu hören. Ja, und mein Mann ist jetzt beim Augenarzt. Ach, der ist schon beim Augenarzt? Ja, der ist jetzt schon beim Augenarzt. Ich wollte gerade ein Video machen hier. Und in der Zeit wird er wahrscheinlich gekommen. Hast du was zu trinken bekommen? Ich hab mit, hast du, danke. Hast du, okay. Ja. Alles das gut. Das freue mich ja zu hören. Also der ist mit unserem Fachmann, ja, dann gerade beim Augenarzt. Ja. Okay, das freue mich zu hören, ne? Und du hast das auch hier gleich gefunden? Sofort. Wir kommen hier aus dem Hane, ja, Family Resort, und sind dann hier runter, und alles war gut. Magst du das Hotel? Gefällt es ja dir? Ja, bis jetzt, ja. Wir sind jetzt erst den zweiten Tag. Wir sind gestern angekommen, da waren wir noch K.O. und kaputt. Aber ich kann nur Positives sagen. Also es ist wirklich schön. Weil viele Leute wollen gerne, dass ich das Hotel filme. Du bist ja jetzt gerade da, ja, und bist nicht zufrieden in dem Hotel. Ja. Und ich wäre auch wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Meine Tochter war letztes Jahr hier und die hat gesagt, Mama, da musst du hin ins Hane. Das ist wirklich toll. Und so, ich kann nur Positives sagen. Da schreibt gerade noch eine Person, wie ist sie mit dem Hotel zufrieden? Hast ja du jetzt schon gesagt, ne? Doch, ist toll. Für Kinder sowieso jetzt, ne? Wenn viele mit Kindern, aber auch so, wenn man allein ist, so wie ich mit meinem Mann. Es ist einfach schön. Alle also freundlich, alle nett, ist so zuvorkommen. Also ich kann nur Gutes sagen. Also ich sollte mal das Hotel vorstellen für die Gäste, ne? Das würde ich machen, doch, ja, kann ich empfehlen. Und vom Essen sind sie auch zufrieden? Ja, bis jetzt habe ich noch nichts Negatives entdeckt, ganz ehrlich nicht. Alles schön. Nicole Litz schreibt, das Hahn ist ein tolles Hotel. Also einige fliegen jetzt erst hin, sie sind da, einige ja waren schon mal ich da. Ich meine auch das erste Mal jetzt überhaupt in der Türkei. Das erste Mal überhaupt? Ja, überhaupt. So. Deswegen, aber und gleich in der Türkei zur Reportage. Toll. Ja, genau. Ja, richtig. Okay. Okay, dann danke ich Ihnen auch für ja, Ihre Auskunft. Ich ne? danke auch. Also, ich bin gleich da auch. Ne? Alles gut. Ich war jetzt gerade hier am Video machen, und Sie sind da, der Detlef ist da, und dann
muss ich hier gleich, genau, dann werde ich mich gleich auch natürlich um die Gäste kümmern, ne? Und hier habe ich auch immer die Kitten dabei in dem Laufstall, den auch Gäste aus Deutschland mitgebracht haben, wo ich mich sehr, sehr früh sehr, sehr drüber gefreut habe. Hier habe ich 3 Kitten drin. Ich habe hier zum Beispiel die Prinzessin drin, das ist die mit den kranken Augen, die mir gebracht wurde. Oder zum Beispiel die Phyllis, die ist auch hier. Oder die Katze, die als letztes hier zugekommen ist, ist die Heidi. Die Heidi wurde von einer Heidi zu uns gebracht, daher heißt die Heidi. Denn wenn man da über 50 Katzen hat, wird es auch mit den Namen mittlerweile ein bisschen schwieriger. Daher, wer mir ab jetzt eine Katze bringt, dementsprechend wird auch die Katze heißen. Und wenn eine Frau ein Männchen bringt und der Mann ist nicht dabei, dann heißt die Katze wahrscheinlich nach ihrem Mann. Mir fallen auch keine Namen mehr ein. Und Namen, die ich schon mal hatte, will ich auch nicht mehr nehmen. Oder das wird halt im Live-Video abgestimmt, so wie hier die Prinzessin. Da hat die auch gefragt gehabt im Live-Video, wie soll die Kleine heißen, die mit den kranken Augen. Da haben sich die Leute für die Prinzessin entschieden. Und bei Phyllis, die hieß ja vorher Felix. Aber dann ist hier rausgestellt, dass das ein Weibchen ist. Und dann habe ich das dann haben wir sie umgetauft nach Phyllis. Das ist ein türkischer Name und heißt auch Knospe. Na, so eine Blüte, Knospe heißt das auch. Und da sieht man hier die Katzen, das hier. Ach, Prinzessin, wo willst du denn hin? Du musst da drinnen bleiben. Willst du zu Tante gehen? Jetzt haben wir gerade Besuch. Jetzt gehen wir mal hier zu Tante. Die soll ich mal ein bisschen streicheln, solange sie auf ihren Mann wartet. Also wenn hier schon Leute sind, können sie auch gerne hier sich auch mit den Katzen mir ein bisschen Arbeit abnehmen, indem sie die streicheln und verwöhnen. Denn man hat gesehen, dass die Prinzessin gerade einfach nur raus wollte. Die haben auch schön miteinander getobt. Und schaut mal hier, Heidi ist sehr, sehr müde. Und der Rabauke Leon ist unter dem Sonnenschirm. Der versteckt sich da, der Lümmel. Da kann man das auch sehen. Mit seinem... Schau mal, der Lümmel versteckt sich da. Und jetzt habe ich dich entdeckt. Hast du das gesehen? Ich habe dich entdeckt. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Der wird gleich an den Hals gehen von denen. Und da ist der Stall wirklich sehr, sehr praktisch gewesen. Und der versucht immer da hoch zu gehen. Und versucht da mal reinzukommen. Aber nicht, um mit denen zu spielen, sondern um den an den Hals zu gehen. Willst du wieder reintun sonst? Ich habe das Gefühl, sie hat ein bisschen Panik. Okay, dann tun wir sie mal rein. Ja, dann tun wir sie mal rein, ne? Okay, also hier haben sie auch eine Decke. Hier haben sie ein Schlafbett, Spielzeuge, Katzenklo und Futter. Also die haben hier alles drin, die Katzen. Die Kitten im Laufstall, was uns hier die Gäste aus Deutschland mitgebracht haben. Denn sowas gibt es hier in der Türkei leider nicht. Und hier haben wir nochmal ein Katzenhotel. Die Zimmer sind meistens voll. Unten rechts ist manchmal leer. Hier unten rechts ist das Zimmer leer. Links schläft der Leon. Oben rechts schläft meistens Leila. Und links schläft die Leon. Und Futter und Wasser ist hier auch. 7,24. Und das Katzenklo. Und nachts sind die, wie gesagt, hier im Optiker. Und legen sich hier schlafen. Und hier hatten wir mal eine Lampe, die sie mal runtergemacht haben und sind in die Decke gegangen. Und die Lampe habe ich dazu gemacht. Dann haben sich die nebenan geknöpft. Und der Pantau und der Trump machen jetzt die Lampe runter. Und ich stelle sie da auch nicht mehr hoch, ehrlich gesagt. Denn die machen sie immer wieder runter. Und durch die Lücke
gehen dann Pantau bis ins Paloma Hotel rein. Und die machen dann Rambazamba in der Decke in der Nacht. Und das ist hier, wie gesagt, mein Optiker, Icy Optik in Kumkö. Heute habe ich euch den Laden ein bisschen mehr im Detail vorgestellt. Und hier einmal nochmal Icy Jewelry habe ich euch heute meine Geschäfte vorgestellt in Kumkö. Und wir freuen uns hier über alle Besuche im Laden. Ihr habt gesehen, dass zwei verschiedene Besucher auch gerade schon hier saßen und auch was zu trinken bekommen haben. Und die haben sich auch was angeschaut und haben natürlich auch eine gute Qualität von uns bekommen, was ihr auch von denen bestätigt bekommen habt, von dem Herrn Detlef, dass sie hier sehr zufrieden sind und auch ein treuer Zuschauer ist und sich jedes Video sowohl bei Facebook als auch bei YouTube anschaut. Das hat man auch gehört. Und hier ist nochmal die Leeren. Und hier nochmal unser Bereich vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Und hier ist nochmal der Trump. Der Big Boss Trump wartet hier im Laden. So, und dann möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hier, indem ich euch Icy Optik und Jewelry meine Geschäfte vorgestellt habe, die Katzen gezeigt habe, dem Geschäfte ein etwas besseren Detail als die Videos davor gezeigt habe. Wie gesagt, ich bin direkt in Kumkö vor dem Paloma Ocean Resort Hotel, eigentlich den ganzen Tag da. Das heißt, ich bin beim Tierarzt oder gerade ein Video machen und wer auch gerne, wie gesagt, was an Goldschmuck, Silberschmuck, Brillantenschmuck hier vor Ort haben will, kann sich hier unverbindlich beraten lassen. Natürlich auch über eine Gleitsichtbrille, Fernbrille, Nahbrille oder Bifokalbrille kann man gerne immer hier bei uns vorbeischauen. Ansonsten auch gerne hier zum Unterhalten und zum was trinken. Ne? Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und auch natürlich für die Sterne. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.